Ladies and Gentlemen, willkommen hier im nächsten Game zwischen Tempel und Erastus. Und ich fände es ja cool, wenn Erastus sich, wenn Tempel sich jetzt überlegen würde, einfach mal hardcore irgendein Cheese zu machen. Und mal richtig anzugreifen. Tempel spawnt hier rechts unten in rosa. Und diese zwei Spieler haben sich, ich weiß nicht, was haben alle Leute mit der rosa Farbe? Ich würde mich freuen, wenn ich in Cup 3. Kleine Sache hier an die ganzen Spieler eine andere Farbe sehen würde, außer rosa. Nicht, dass ich rosa nicht mag. Ich habe sogar schon auch mal den einen oder die anderen Klamotten in rosa. Naja, eigentlich nicht. Aber es ist ja egal. Rosa ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Aber bitte nicht jedes Game. Und Xerxe nimmt euch auch andere Farben außer lila und rosa. Aber nichtsdestotrotz, nach dem langen Intro, spielt Tempel gegen Erastus, der 1-0 führt. Und der spawnt hier links unten in der Position in Gelb bei der Map Newkirk Precinct. Und Newkirk Precinct ist eine der Makro-Games. Ich sag's jedes Mal, wenn diese Map da ist. Gott, bin ich froh, dass es neue Maps auch geben wird. Aber ja, ich hatte eigentlich erwartet, gehofft, dass Tempel einen Cheese macht. Dabei macht Erastus ein Cheese. Und das müsste 7 oder ein 8-Pool gewesen sein. Wenn ich mich recht entsinne. Da habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst. Die Farben haben mich durcheinander gebracht. Vielleicht war es auch genau das, was eigentlich Erastus provozieren wollte. Wow, das wird jetzt ein bisschen heftig. Wow, Tempel hat keine Forge ready. Bis dann. Ja, das ist ein GG. Also die Linge sind schon auf dem Weg. Bis die Cannon. Also es gibt noch eine Möglichkeit, wie Tempel das gewinnen kann, indem er ein sofort ASAP eine Cannon baut, nachdem die Forge fertig ist und mit allen Workern diesen Eingang defft, bis die Cannon ready ist. Und dann könnte es für Tempel sogar ziemlich gut aussehen, aber er macht's nicht. Wo sind die Worker? Er muss mit allen Worker pullen, er muss die Cannon bauen. Er baut nichts. Viel zu spät. Was macht er denn da? Guckt sich die Gegend an oder was? Kommt kein richtiger Block, aber der Block ist sowieso voll nutzlos. Also müssen alle Units, alle Probes aus The Natural kommen, viel zu spät. Oh mein Gott, wenn man sonst nichts zu tun hat in dem ganzen Game. Warum kämpft er hier oben? Muss er runtergehen, jetzt diese Cannon verteidigen? Das zumindest weiß er. Und ja, die Linge können jetzt nicht so viel machen. Ja, bis auf ein paar Probes rausholen, was natürlich trotzdem huge ist. Oh mein Gott, ein ganz schlechtes Control hier mit den Probes. Die Cannon, die endlich fertig ist, da sollten die Probes auch eigentlich weglaufen. Wow. Eine kurze stille Minute. Denn Tempel hat falsch reagiert. Er hätte das entweder komplett closen müssen. Was natürlich schwierig ist, wenn man die Wall schon einmal so dann in der Nervosität zerstört hat. Die Cannon hätte viel früher kommen müssen. Sehr viel früher. So eigentlich instant. Denn die Linge, die über die Map fliegen, braucht man sich nicht mehr anzugucken. Die sind schon irgendwann da. Wow, ich fasse es nicht. Erastus macht einen Double Expand. What? Natürlich, wenn man ahead ist, einfach mehr ahead sein. Boah, oh. Natürlich kann er jetzt mit Pure Ling nicht da reinkommen. 7 Supply gegenüber 17. Auch Erastus irgendwie komisches Spiel, so ein bisschen. Double Expand kann er sich natürlich leisten, aber schön wäre es, wenn er jetzt einfach einen Drogen Count richtig drastisch hochzieht und auch Queens bauen würde anstatt 5 Hatches, damit man mehr Injects hat und schneller eine bessere Eco hat. Ja, der Overlord scoutet hier, sieht natürlich nichts. Schön wäre es auch, wenn Tempel seinen Chrono-Boost benutzt, weil er hat ja eigentlich nichts zu tun, außer auf dieses Bild zu gucken. Und 100 Chrono-Boost ist natürlich dann ein bisschen tragisch. Wobei, natürlich hat er auch nicht genug Minz, um den Chrono-Boost sinnvoll zu verwerten. Schwierige Lage bei ihm, aber jetzt könnte er eigentlich Dauer-Chrono-Boosten, glaube ich. Ja, jetzt könnte er es schaffen. Wow, 4 Gas. Erastus, warum? Wenn du zuschaust, Erastus, warum? 4 Gas! Du hast so wenig Drones. Du hast 18 Drones. Wenn du jetzt alle 4 Gase saturieren würdest, dann wären von den 18 Drones 12 weg. Wie viele Drones bleiben übrig?
nicht viele. Ja, dann hast du weniger Jones, die Minsk meinen, als Temple. Und wieso laufen diese Jones durch die Gegend? Ah! Endlich ist die Queen draußen bei 7,5 Minuten hier an einer Stelle, an zwei Stellen, sogar an der dritten Stelle und mit den Masten. Warum laufen diese Jones durch die Gegend? Cybernetics Core hier auf dem Weg auch von Temple. Und ich weiß ja nicht, ob es Temple nicht wirklich schaffen kann, hier das Comeback des Jahrhunderts zu machen. Wir gucken uns den Probe und Drone Count an. 30 Drones gegenüber 15 Probes. Das sieht gar nicht so schlimm aus, wie es eigentlich ist. Also, das könnte viel schlimmer sein. Das müsste eigentlich 40-50 gegenüber 17 sein und nicht 30. Und ich verstehe auch nicht, warum der Drone Count nicht rise. Supply Block. Gar kein Supply Block. Was macht denn Erastus? Erastus schläft jetzt komplett. Wow! Also im nächsten Cup alle Erastus bitte Six poolen. Jedes Game hintereinander. Bam, 13 Drones, endlich in Produktion hier. Jetzt ist er deutlich vorne. Das hätten wir viel früher haben können. Die Overlords fliegen hier noch ein bisschen dumm in der Gegend rum. Ja, ich verstehe auch nicht so ganz. Temple möchte natürlich im Game bleiben. Temple möchte kämpfen. Kann ich irgendwo verstehen. Aber Erastus hätte das auch schon längst beenden können. Einfach das, was der Zergspieler sonst macht. In jedem Game kommt normalerweise immer was. Lieber Chat, der Roach Warden. Mit jedem Game kommt der Roach Warden. Und jetzt nicht. Jetzt kommen 5 Hatches mit 5 Drones und 20 Queens. In jedem Game kommt der Roach Warden. Oh, der Roach Warden hier hätte alles getötet und diesmal wäre ich zufrieden gewesen mit den Roaches. In diesem Game hätte ich gejubelt über Roaches. Aber nein, es kommt ein Baning Nest. Warum kommt denn ein Baning Nest bei einer Hardcore Wall? Mit 2 Gates, einer Forge am Block. Natürlich, der Pylon rechts ist ein bisschen weak. Aber das... Es ist ja auch noch eine andere Sache, wenn der Protoss vernünftig spielen würde. Ah. What? What the fuck? Oh nein! Das passiert doch nicht ernsthaft! Wie kann man sein Gateway rausnehmen? Dann nimm doch den Pylon raus hier, Tempel! Doch nicht das Gateway! Mit dem Gateway produzierst du Einheiten! Du hast doch... Nein! Das Loch wäre groß genug gewesen. Neben dem Pylon. Wow. Wir gucken uns den Drone- und Worker-Count an. 64 Drones gegenüber 25 Probes. Ich weiß ja nicht, ob Erastus jetzt noch Lust hat, irgendwie bis 100 Worker zu dronen, à la die Maga. Er dront auf jeden Fall weiter. Lieber Erastus, deine Basen sind saturiert. Bitte hol keine vierte Base. Bitte bau irgendetwas. 20 Linge in Produktion. Banding Nest. Keine Upgrades bei Overmins bis zum Umfallen. Ja, du könntest das Spiel beenden. Du spielst gegen 2 Stalker, 2 Zealots und ein Mama Core ohne Energie. Und wir sehen hier, Ladies and Gentlemen, die vierte Base. Sie sieht noch klein aus. Aber bald wird sie saturiert sein. Die kleinen pulsierenden Hügel hier auf diesem fast perfekten Zerg Base zeigen uns schön die Natur der Zerg. Wo langsam die Stacheln rauskommen, wie im Frühling das Gras vom Boden rauskommt. Und das, was in dieser Base drin ist, diese kleine lustige Drone, wächst unnatürlich auf eine Größe heran, die sich dann irgendwie in ein Gebäude verwandelt. Das ist die Evolution der Zerglinge. Und mehr Stacheln kommen raus. Es ist einfach eine wundervolle Natur, die wir hier präsentiert bekommen. In der Zwischenzeit sehen wir einen Nidus-Kanal, ein weiter, super schöner und evolutionäres Gebäude der Zerg.
die einfach irgendwo in einen großen Tunnel laufen können, der irgendwo anders komischerweise mit einem hässlichen Gesicht rauskommt. Man könnte meinen, es ist eine große Schlange. Wir wissen auch nicht, wie die ganzen Zerg durch den stacheligen Tunnel können, vermuten aber langsam, dass es eher sowas ist wie muskulöse Stacheln, die nicht wehtun, sondern eher wie Muskeln. Naja, das Ganze rein- und rausschieben, wir kennen das aus anderen Kanälen, die der menschliche Körper so hat, aber allerdings ohne Stacheln. Und in Kürze werden wir sehen, wie diese so friedliche, fast ahnungslose und wehrlose Protoss hier vernichtet wird von einem Zerg, der sich evolutioniert hat und schleimiger nicht sein könnte und sogar mehr Augen hat, als es benötigt. Denn viel zu sichten gibt es hier nicht. Dieser Overseer ist traurig. In der Zwischenzeit haben wir eine kleine Ansammlung an Dinosauriern gefunden hier, die sich mitten auf der Map hier schlängeln. Und Zerg sind natürlich nicht immer besonders intelligent, sondern eigentlich die Overmans, die dahinter sind. Die Zerg, die Dinosaurier hier wissen auch nicht eigentlich so recht, was sie tun. Und schwupps, da sind sie evolutioniert. Und aus allen sind gleichzeitig etwas gespawnt. Und hier der Nidus-Kanal in der Base vom Protoss. Da kommt gleich der dickeste, komischste Wurm raus, den wir je gesehen haben. Wie auch immer er es schafft, hier mitten in der Welt, mitten durch die Tiefen irgendwie durchzukriechen. Da kommt das Gesicht des Todes und spuckt die Dinge raus. Und jetzt müsste klar sein, dass das Spiel... Da werden Baitlinge gemorpht. Mitten in der Base. Oh Gott, der Koloss ist draußen. Jetzt gibt's Prügel, wenn jetzt noch der Nexus Photon Overcharge hier und die Baitlinge gehen in den Nexus rein, aber das sieht nach einem Failbuster aus hier. Unglaublich, ich kann's nicht fassen. Tempel kommt zurück hier, zumindest der Nidus, und zerstört es. Bam! Oh. Was für ein Hold. Bei der gemütlichen Musik, die natürlich immer in der Natur allgegenwärtig ist, und 114 Dinosauriern, die auf der Map sind, die evolutioniert sind, die aber leider einen Meteoritenschauer nicht überleben würden, und 88 Drones hier, 2-2 Upgrades hier bei dem Zerg. Und den natürlich perfekten Overlord Placement hier. Ich glaube, dass wir hier ein Troll-Game sehen. Erastos möchte mir nur zeigen, dass er mein scheiß Tutorial gesehen hat. Ich glaube, ich werde ein neues Tutorial machen. Wann muss ein Zerg basten, wann nicht? In diesem Fall hätte ich mich so darüber gefreut. Und wenn Tempel zurückkommt in dieses Spiel und dieses Spiel gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Nur noch Baitlinge hier auf der Map. Es fehlt nur noch der Missklick. Und der Comeback hier vom Protoss-Spieler ist perfekt. Der mittlerweile auf 55 Drones angekommen ist. Wieder der Baitling-Regen hier von unserem Zergspieler Erastus. Wow. Die Dinosaurier haben sich übrigens verwandelt in kleine, dumme Dinosaurier, die explodieren und sterben. Sie sind quasi wie Bienen. Einmal den Stachel ausgefahren, sind sie tot. Oder Wespen. Whatever. Genauso dumm. Die Hälfte der Overlords ist nicht beladen, aber Overlords sind natürlich Gruppentiere, das haben wir in dem Tutorial bemerkt. Freuen sich zwar nicht, dass hier keine Mr. Creepies rumlaufen, aber sind beladen. Eine tödliche Beladung hier von den Overlords, die sich entscheiden, vielleicht nochmal rumzudrehen. Jetzt kommen die unbeladenen Overlords nach vorne. Nicht, dass es besonders wichtig wäre im Moment. Upgrades laufen hier in der Protospace. Und hier kommt der Doom Drop. Drop is here. Oh mein Gott. Und da ist der Drop noch verzögert. Oh je. Bitte reiß einfach alles auseinander. Der Nexus fällt hier, wobei es eigentlich eh scheißegal ist, denn viele Mineralien gibt es hier auch nicht mehr. Die Baitlinge gehen in den kompletten Pack, die Upgrades sind weg. Eigentlich ist alles weg.
Dinge sind vorne da. Es sind nur noch zwei Kolosse, drei Kolosse sogar da, die jetzt ein bisschen Micromanagement brauchen. Und überleben natürlich. Die dritte Base ist kaputt, was eigentlich auch scheißegal ist, denn man hat hier ein Two-Base-Protoss-Mining gegenüber Two-One-Base-Zerg-Mining, actually, weil, naja gut, Two-Base, sagen wir es mal so. Und der Protoss hat gehalten wieder einmal. Wie könnte es auch nicht gehalten haben? Nach diesem Game, nach diesem erneuten Regen des Fails. Erastus ist ein wahrer Failregen. Die Overlords, die rumgammeln. Was überlegt sich jetzt nun der Schwarm? Er geht wieder auf Zerglinge. Oh mein Gott. Spottet die Location hier. So fröhlich waren Zerglinge noch nie. Naja, zumindest bevor sie nicht beladen werden, in Transporter und zu Baninge umfunktioniert wurden, die einfach sinnlos in Gebäude detonieren, anstatt einfach die ganze Army zu kicken und dann das ganze Spiel zu beenden. Und ich frage mich auch, wie ein Protoss-Spieler so eine Geduld haben kann. Man könnte meinen, es ist das letzte Game, das er jemals in seinem Leben spielen wird, denn danach sind die Protoss tot. Wenn die Protoss hier nicht alles verteidigen, wird die ganze Protoss-Rasse sterben, ausgelöscht sein. Das ist das wahre Problem. Und wir sehen ein Immortal. Ein Immortal gegen Masslinge. Und hier kommt der nächste Hohn. Dieser Koloss muss hier etwas machen. Double. Irgendwas Bubbles, die voll sinnlos sind in dem Moment. 28 Kill. Dieser Koloss wird der Held des Jahres oder der Fail des Jahres. Und wir sehen hier eine wahrhaft epische Schlacht gegen 1000 Dinosaurier. Zealots an der Front und der Koloss, ich fass es nicht. Und natürlich, wenn sie hauen, der Immortal, der eigentlich für dieses Matchup nicht geschaffen ist, ist dabei und hat auch noch was gekillt. 66 Kills der Koloss Executor. Nicht mal die Cannon ist down gegangen. Wenn man jetzt das Unit Lost Tab betrachtet, könnte man fast glauben, der Protoss kommt zurück ins Spiel. Es bleibt spannend oder auch not. Vielleicht werden wir ja irgendwann sehen, dass Erastus mit seinem Gameplay, das natürlich fantastisch ist, hier innovativ, richtig krass eigentlich auch. Mir fehlen die Worte einfach, um dieses Gameplay zu beschreiben. Zwei Ligen aufsteigt, sodass er bald in der Diamantliga angekommen ist. Und wenn er in der Diamantliga angekommen ist, dann kann er leider bei dem Cup nicht mehr mitspielen. Aber ich wünsche es natürlich Erastus, dass er reichlich aufsteigen wird. Und um Druck zu machen und, naja, vielleicht bei einem Diamant Master Cup mitzuspielen. Man weiß es nicht. Es kommt auf jeden Fall ein weiterer Drop. Und wie konnte es Tempel nur riechen? Mit seinen kleinen Overseer, die über die Map huschen und alles sehen. Oh mein Gott. Es sind nur Hydras und Linge drin. Und die sind auch nicht optimal gegen diese Composition. Aber es bleibt spannend. Wo ist der Photon Overcharge? Haben wir einen? Wenn jetzt der Photon Overcharge kommt, dann kann er das vielleicht holen. Oh nein. Greif an. Greif an. Oh Gott. Was ist das denn? Da sind gar keine... Diese Overlords tanzen. Ich disqualifiziere Tempel gleich. Nicht Tempel. Erastus für seinen ollen Tanz. Und da kommt jetzt hier alles. Die beiden Spieler lachen sich tot und ich rast gleich aus. Masslinge hier. Keine Ahnung. Was hat der Protoss denn gemacht? Der Overcharge schießt sogar an die Main Expansion hoch. Oh mein Gott. Und so viele Hydras, die sterben. Das war doch so klar. Nicht mal ein Roach Warden hier. Immer kommt der Roach Warden und hier ist einfach keiner da. Ich kann nicht mehr. Das ist, ich weiß nicht, ob das genial ist oder... Naja, GG.
Gratz, geh raus! Fangs, viel Glück noch, kein Chat! Dir auch! Go kill yourself, geh raus! Ich ist ja nichts verloren, ich kann nicht spielen im Urlaub. What the fuck? Oh, das ist schade, was denn? Es ist schade, dass du nicht rausgehst! Bis zum nächsten Turnier! Nein! Wir sehen uns hoffentlich nicht! Hoffen wir, dass wir gegeneinander spielen? Nein! Okay! Raus! Raus! GG! Hatten wir vor 5 Minuten schon, eigentlich vor 30 Minuten. GGGG, ja was denn? Das ist wie ein verliebtes Ehepaar, die sich einfach sagen, nein, du legst auf, Schatz. Nein, leg du zuerst auf, Schatz. Leg du auf, nein, leg du auf. GGGGGG. Bye. Weg jetzt. Viel Spaß im Urlaub. Ich hab auch Urlaub, ich hab keinen Spaß. Danke und tschüss. Wo ist denn noch ein Gebäude? Ich kann nicht mehr. Nein, es ist tot. GG, das Spiel ist vorbei. Ladies and Gentlemen, in einem packenden Spiel und ich brauche eine Pause.